Hallo, ihr Kryptarianer. Hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit dem Thema der Howie-Test, dieser Fair-Maledadi Howie-Test. Aber bevor ich jetzt in das Video reinsteige, erstmal vielen lieben Dank für eure Genesungswünsche. Ja, worum geht es? Es geht um Howie. Und da gehen wir erstmal vorab zur Erklärung, was ist Howie? Und hier aus dem Finanzen.net einen kleinen Artikel, einen Ausschnitt. Wie immer sind natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Also Howie ist auf gut Deutsch eine Investition in Geld in ein gemeinsames Unternehmen mit der Erwartung von Gewinnen aus den Bemühungen anderer heraus. So, unfassbar, wir haben das immer und immer wieder. Und die SEC behauptet ja, dass aufgrund dieses Howie-Tests ist XRP ein Security. Und dann gehen wir gleich mal weiter, denn ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich, denn wir reden ja immer wieder über diesen fehlenden Vertrag, über diesen Investitionsvertrag. Was ist denn in Amerika ein Vertrag? Und da habe ich einfach mal schlichtweg nur gegoogelt. Im amerikanischen Vertragsrecht ist ein Vertrag ein rechtlich verbindlicher Austausch von Versprechen zwischen den Vertragsparteien. Die Versprechen können schriftlich, mündlich, sogenannte Parallel Contracts oder stillschweigend, sogenannte Implied Contracts, beinhalten. Okay, und jetzt ging das alles wieder von vorne los auf Twitter, auf YouTube, denn es ging um Stuart Alderotti, der hier auch nochmal auf etwas hingewiesen hat, und zwar auf diesen Fall hier. Und denn bereits, da sagt Stuart Alderotti nochmal rückblickend auf das Jahr 46, haben die schon mal in einem zusätzlichen Schriftsatz wegen des Howie-Vertrages erfolglos, wohlgemerkt, Freunde, erfolglos argumentiert, dass es kein gemeinsames Unternehmen benötigt wegen dieser Investition, sondern gemeinsames Interesse. Eins mal vorneweg, ich bin FC Bayern-Fan. Gehört mir jetzt ein Anteil des Vertrages von Serge Gnabry oder was? Gemeinsames Interesse ist nicht ein gemeinsames Unternehmen, denn im amerikanischen Recht muss man horizontal und vertikal betrachten. Was ist ein Unternehmen? Natürlich jetzt nochmal hier ein bisschen ausführlicher, worum es hier in diesem Tweet von Stu Alderotti geht. In seinem Tweet verwies Alderotti auf den Fall der SEC versus W.J. Howie Co. im Jahr 46, in dem das Gericht zugunsten der Howie Company entschied. Das Unternehmen verkaufte Teile von Zitrusplantagen an Käufer in Florida, welche das Land dann an Howie zurückverpachteten. Dessen Mitarbeiter pflegten die Plantagen weiterhin und verkauften die Früchte im Namen der Eigentümer. An den Einnahmen wurden dann beide Parteien beteiligt. Damals, wie auch jetzt in Ripple, behauptete die SEC, die Geschäfte des Unternehmens würden dem Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren gleichkommen. Die Behörde begründete ihren Vorwurf damit, dass die Transaktionen als Anlageverträge eingestuft wurden. Und jetzt ganz wichtig, der oberste Gerichtshof entschied damals jedoch gegen diese Anschuldigung. Diese Entscheidung ist inzwischen sogar zu einem Grundsatzurteil geworden, wenn es um die Einstufung eines Vermögenswertes oder eines Vertrages geht. Denn hier schon mal gesagt, was ist Howie? Dann haben wir natürlich von den Zitrusplantagen zu Kapitalverträgen auch nochmal einen Hinweis, dass die SEC das dann eben 45 bereits erfolglos argumentiert hat, dass hierbei nur aufgrund eines gemeinsamen Interesses hier ein gemeinsames Unternehmen entstanden ist, weil es ist ja eine Interessengemeinschaft da. Im Fall von Ripple bestünde die Interessengemeinschaft in den XRP-Anleger bzw. Anlegerinnen. Und natürlich kaufen die meisten den Token in der Erwartung eines Kursanstiegs. Da Ripple den Investoren jedoch keine Gewinnversprechungen macht, meint Alderotti, es gebe kein gemeinsames Unternehmen. Weiter betonte er, die SEC lag damals falsch und tut es auch noch heute. Ein gemeinsames Interesse ist kein gemeinsames Unternehmen.
Dennoch, für den US-amerikanischen Rechtsapparat scheint der Fall nicht so eindeutig. So vermochte er auch die letzte Anhörung im April kaum Licht ins Dunkel zu bringen. Jupp. Es gibt kein gemeinsames Unternehmen, denn, wenn ich das nochmal erinnern darf, hat die SEC ja schon mehrfach betont, was das gemeinsame Unternehmen denn ist. Zuerst war es Ripple, dann war es die Community, dann war es das komplette Ökosystem. Also, hä? Naja, sei es drum. Egal. Natürlich ging dann auch wieder durch Twitter rundum durch. Ja, gut, gemeinsame Unternehmen ist ja Ripple, weil die haben ja noch im Escrow so und so viele Milliarden liegen an XRP. Okay, mal meine Meinung dazu, grundprinzipiell. Das Ökosystem hat diese XRP, nicht Ripple. Der Escrow ist ein Treuhandkonto. Und jeden Monat werden automatisch so und so viele, 1 Milliarde XRP, ausgegeben zum Verkauf. Wenn die ODL-Partner, denn da komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn die ODL-Partner nicht die komplette Milliarde aufkauft, dann gehen die zurück in den Escrow, die nicht verkauften. Und die sind dann für 55 Monate gesperrt. Was tut Ripple zeitgleich? Ripple kauft zeitgleich aus den Erlösen von den ODL-Verkäufen XRP zurück vom freien Markt. Also es ist ein bisschen, ja, also man muss das immer wieder bedenken, was hier passiert. Ripple besitzt diese XRP im Escrow nicht wirklich. Die sind gesperrt. Und dann war natürlich auch wieder, hat hier, da komme ich jetzt auf Bill Morgan zu sprechen, denn CryptoFun1 hat hier eine Frage gestellt, die wirklich sehr schön ist. Hat die SEC dieses Treuhandproblem überhaupt gebracht oder ist es nur etwas, das ein paar fehlgeleitete XRP-Inhaber davon überzeugt haben, dass der Grund, warum XRP noch nicht $100 erreichte, darin besteht, dass es dieses Treuhandkonto gibt und Ripple es dann eventuell abwirft bzw. diese XRP burnt? Das können nur die Validatoren. Die können mehrheitlich bestimmen, dass die XRP im Escrow geburnt werden. Dann wirft Ripple einfach nur den Hauptschlüssel weg und dann kommt keiner mehr ran und dann liegen die halt so rum. Okay, dann hat Bill Morgan geantwortet und zwar folgendes. Der Punkt wird in Ripples Ansatz auf summarisches Urteil gemacht. Ein gemeinsames Interesse ist kein Ersatz für gemeinsame Unternehmungen und erfüllt nicht die Belastung der SEC und der Howie. Aufpassen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Escrow-Geschichte zu sprechen. Denn es ist so, wie... Mikro. Denn wie hat denn Ripple dieses Problem gelöst? Und bereits seit 2020 werden XRP nur an ODL-Partner verkauft. Habe ich jetzt ein gemeinsames Unternehmen? Nein, denn es fehlt hier die Gewinnerwartung. Wenn ODL-Partner XRP kaufen, dann sind die erstmal für ihre Finanzdienstleistung, für ihr Unternehmen, wenn die ODL nutzen und damit den verbunden natürlich XRP, dann ist es deren Bemühungen heraus, daraus Gewinne zu erzielen. Das ist dann das Ripple raus. Die stellen vielleicht eine Infrastruktur her mit dem XRP Ledger, aber auch das ist das komplette Ökosystem und wir haben keine Zentralität. Wir haben ein dezentrales System, das die Validatoren und 4% hat Ripple noch zu sagen, bestimmt. Also läuft die SEC hier absolut im Kreis. Hochfaszinierender Stoff. Ich möchte immer wieder, dass ihr daran bedenkt, diese 4 Prongs von Howie, warum die so wichtig sind. Denn es fehlt ein gemeinsames Unternehmen. Wir haben auch keine Verträge. Denn wenn ich an, oder was halt vor 2020 war, wenn die an Börsen verkauft haben, dann hat doch die Börse keine Gewinnerwartung an Ripple, sondern die Börse macht Geschäft mit den Transaktionen, mit den Gebühren, die dann die Retailer eben zahlen. Das ist geiler Stoff, oder? Echt total verwirrend. Aber genau darum geht es im Kern. Wir müssen ja aufpassen, deswegen sind diese Sekundärmarkttransaktionen so wichtig.
haben hier nichts verloren. Aber die SEC hat gesagt in ihrer Klage, dass alle Transaktionen von XRP Transaktionen von nicht registrierten Securities sind. Darum bin ich weiterhin bullish, deswegen bin ich überzeugt, dass Ripple hier gewinnen wird. Wir müssen warten auf Annalisa Torres. Das hier alles ist natürlich keine Anlage oder Finanzberatung. Ich gebe euch immer nur meine Gedanken zum Besten. Fühlt euch eingeladen, hier ein Abo zurückzulassen, zu liken, zu kommentieren. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier weiter wachsen und noch ein paar mehr Leute entdecken, die hier in den Space investieren, für sich selber, nicht für mich. Einfach, dass wir ein bisschen mehr aus unserem Geld machen. Von Herzen, werdet Zeit, bleibt gesund. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WEF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.